Deutschland, richtig geil. Hey Leute, cool, dass ihr hier reinschaut und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Die aufmerksamen Zuschauer werden wahrscheinlich gemerkt haben, dass ich mittlerweile 100 Häuser in Minecraft gebaut habe. Um ehrlich zu sein, das sind sogar ein bisschen mehr als 100, weil ich habe irgendwann erst angefangen bis 100 zu zählen, aber vorher habe ich schon Häuser gebaut und auch Videos davon hochgeladen, also insgesamt sind es schon deutlich über 100 Häuser, aber weil die Zahl jetzt einfach so rund ist, habe ich mir gedacht, ich mache mal ein Special Video und zwar die schönsten Minecraft-Häuser. 16 Stück habe ich rausgesucht, alles Häuser, die ich persönlich gebaut habe. Und ich habe mir einfach mal so die Bewertungen angeguckt von den verschiedenen Häusern und dadurch ausgerechnet, wie viel Prozent positive Bewertungen auf den Videos da sind und habe dann so ein Ranking erstellt und die besten Häuser davon, die zeige ich euch heute oder stelle sie euch heute nochmal kurz vor. Es geht nicht darum, jedes Haus im Detail zu zeigen und zu zeigen, wie die Häuser aussehen und sonst was, sondern es geht einfach nur darum, die Häuser kurz vorzustellen und die Videos, die sind dann später alle auf der Website verlinkt, auch gerankt und da könnt ihr dann die Häuser nachbauen, wenn ihr wollt. Und ich denke, dass ihr einige von den Häusern kennen werdet, aber vielleicht sind auch einige Häuser dabei, die ihr noch nicht kennt. Und dann schreibt mal bitte unten in die Kommentare rein, welche Häuser ihr kennt und welche nicht. Also die sind ja alle nummeriert und dann schreibt mal einfach so Haus 1 ja, Haus 2 nein, Haus 3 ja und schreibt das mal in die Kommentare rein. Da bin ich ganz gespannt, ob ihr die Häuser schon kennt oder eben noch nicht. Und dann würde ich sagen, wir fackeln jetzt nicht lange rum, sondern fangen einfach mal direkt an mit dem ersten Haus. Das erste Haus ist das hier und ich muss sagen, das ist einer meiner Lieblingshäuser, also wirklich, ich bin richtig stolz auf dieses Haus. Ich finde, das Haus ist richtig cool geworden. Und dieses Haus hat eine Bewertung von 96,17%. Und by the way, die Prozente, die werden sich jetzt immer steigern bei den nächsten Häusern. Also das ist erst der Anfang, aber trotzdem, wie ich finde, ein richtig cooles Haus und auch relativ bekannt. Das nächste Haus ist das hier. Und ich finde, das ist auch ein richtig cooles Haus, ist richtig gut geworden. Auch sehr bekannt, würde ich mal behaupten. Und dieses Haus hat eine Bewertung von 96,33%. Also positive Bewertungen. Also wirklich richtig, richtig viele. Das nächste Haus ist ein bisschen kleiner. Und zwar ist es dieses hier auch sehr bekannt. Einer der bekanntesten Häuser auf meinem Kanal. Viele von euch haben das wahrscheinlich schon nachgebaut. Und dieses Haus hat eine Bewertung von 96,83%. Als nächstes haben wir wieder ein relativ bekanntes und großes Haus. Und zwar ist es dieses Haus hier. Und dieses Haus hat eine Bewertung von 96,94%. Mit dem nächsten Haus packen wir die 97% Marke. Und zwar ist es ein etwas unbekannteres Haus, also was jetzt nicht ganz so viele Klicks hat. Und zwar ist es dieses Haus hier. Und zwar hat es eine Bewertung von 97,35%. Das sechste und nächste Haus ist wieder ein bisschen unbekannter, aber ich finde, das ist auch richtig cool. Also ich mag das Haus übel. Es ist ein bisschen kleiner, aber ich finde das von Design und von den Farben richtig cool. Und zwar ist es das Haus und dieses Haus hat 97,55% positive Bewertungen. An siebter Stelle haben wir jetzt kein modernes Haus, sondern ein Einfamilienhaus, was auch relativ gut angekommen ist oder sehr gut. Das hat über 97%, genau genommen 97,71% und es ist dieses Haus. Kennen, denke ich, auch ein oder anderen Leute, also ist jetzt auch nicht ganz so unbekannt. Das ist Haus Nummer 7. An achter Stelle kommt wieder ein modernes Haus, wieder ein sehr cooles Haus. Ich finde die eigentlich alle richtig cool. Und von diesem Haus gibt es sogar eine Einrichtungsserie, also wenn ihr auf das Video draufklickt, dann findet ihr dazu auch die Einrichtungen und sowas. Und zwar ist es dieses Haus, ich denke, das haben auch viele von euch schon nachgebaut. Und dieses Haus hat 97,82%. Das nächste Haus hat genauso viele Prozent, also da hat sich nichts verändert. Und es ist dieses Haus auch sehr, sehr cool geworden, falls ihr das noch nicht kennt. Guckt euch das auf jeden Fall auch nochmal an, baut das gerne nochmal nach, genauso wie die anderen Häuser eigentlich auch alle. Jetzt knacken wir die 98% Marke und zwar mit 98,36% ist dieses Haus auf dem nächsten Platz und es ist wieder ein bisschen unbekannter, also gar nicht mal so viele Leute haben das gesehen. Aber es hat über 98%, dementsprechend muss es gut sein. Also falls ihr das noch nicht kennt,
checkt das auf jeden Fall ab. Mit 98,46 kommt dieses Haus auf den nächsten Platz. Und auch das Haus feiere ich persönlich wirklich richtig heftig. Also das ist richtig cool, das ist modern, das ist schick. Also falls ihr das noch nicht gebaut habt, das müsst ihr auf jeden Fall nachbauen. Und jetzt auf dem nächsten Platz ein etwas besonderes Haus. Und zwar ist es ein amerikanisches Haus. Das habe ich gebaut, nachdem ich aus Amerika zurückgekommen bin. Und das Haus hat auch eine super Bewertung. Und zwar 98,56%, also schon richtig hoch. Wir steigern uns schon fast auf 99%. Und falls ihr mal so ein etwas anderes Haus bauen wollt, dann empfehle ich euch das auf jeden Fall. Baut das nach, ist ein richtig cooles Haus, ist cool geworden. An 13. Stelle kommt dieses symmetrische Haus. Auch das finde ich wieder richtig cool mit der Farbauswahl. Das Design, das sieht einfach richtig schön aus. Und dieses Haus hat eine Bewertung von 98,78%. Bei dem nächsten Haus knacken wir die 99%. Und zwar das nächste Haus 99,01%. Also ganz knapp. Und bei dem Haus muss ich ganz ehrlich sagen, als ich das gesehen habe, musste ich mich erstmal überhaupt daran erinnern, dass ich das überhaupt nachgebaut habe. Also ich habe das persönlich sogar schon vergessen. Das heißt, ich denke, viele von euch kennen das auch noch gar nicht. Und zwar ist es dieses Haus. Aber wie gesagt, es hat 99% positive Bewertung, das heißt, es muss eigentlich richtig gut sein. Also checkt das auf jeden Fall auch ab, falls ihr das noch nicht kennt. An 15. Stelle, also das vorletzte Haus, ist dieses Haus auch relativ unbekannt. Ich frage mich aber, warum? Weil das Haus, erstens finde ich, das ist richtig, richtig cool und zweitens, die Bewertung ist auch einfach unnormal. Und zwar hat das 99,56% positive Bewertung, also fast nur, ich glaube, ein Dislike auf über 200 Likes. Und falls ihr das noch nicht nachgebaut habt, also das lohnt sich auf jeden Fall auch. Es ist ein etwas größeres Haus, es sieht richtig cool aus. Also baut es auf jeden Fall nach, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und dann zu guter Letzt auf dem 16. oder eigentlich auf dem 1. Platz, also das Haus mit der besten Bewertung. Es hat wirklich 100% eine positive Bewertung. Und es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie 4 Likes hat und 0 Dislikes, sondern ich habe nur Häuser genommen, die über 100 Likes haben, damit das Ganze so ein bisschen realistisch einzuordnen ist. Und zwar ist es dieses Haus auch gar nicht mal so bekannt, obwohl das schon ein bisschen länger her ist, dass ich das gebaut habe. Und falls ihr das Haus noch nicht kennt, checkt das auf jeden Fall ab. Wie gesagt, auf der Website findet ihr alle diese Häuser im Ranking nochmal mit den Verlinkungen zu den Videos. Also, dass ihr da Bescheid wisst und das nochmal nachbauen könnt, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und genau, das sind so ein paar Häuser gewesen, die ich gebaut habe in der letzten Zeit. Ich habe natürlich viel mehr gebaut, aber das sind so meine Favorites oder teilweise auch eure Favorites. Durch die Bewertungen sehe ich das ja. Und wieso ich dieses Video gemacht habe, ist ganz einfach zu zeigen, dass es richtig coole Häuser gibt, die teilweise ein bisschen unbekannter sind, die man nicht sofort findet. Und zwar ist es bei YouTube ja so, dass manche Videos irgendwie höher gerankt werden und manche weniger. Und teilweise gibt es Videos mit richtig vielen Klicks und die Häuser sind gar nicht mal so gut. Zum Beispiel, geht mal einfach auf meinen Kanal und guckt mein beliebtestes Video. Also das mit den meisten Klicks, das ist ein Haus, was so, naja, also ich finde das gar nicht mal so cool, aber es ist einfach das Haus mit den meisten Klicks. Fragt mich nicht warum, aber da gibt es noch ganz viele andere Videos, die meiner Meinung nach noch viel cooler sind, noch viel besser sind. Aber die sind so, dass die sehen fast keiner. Und ich weiß nicht, wieso das so ist, aber es ist nun mal so, wahrscheinlich durch irgendeinen YouTube-Algorithmus. Und mit diesem Video wollte ich einfach zeigen, dass es viele Häuser gibt, die ihr vielleicht noch gar nicht kennt, die trotzdem aber mega cool sind und die wirklich krass bewertet sind. Und genau, checkt auf jeden Fall die Website ab, baut die Häuser nach und lasst vielleicht mal noch ein paar Likes da oder falls euch die Häuser doch nicht gefallen, lasst ein paar Dislikes da, dann verändert sich das Ranking vielleicht hier und da mal. Aber ansonsten würde ich sagen, ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen. Ich hoffe, ihr habt so ein paar neue Ideen und ein paar neue Häuser kennengelernt. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, haut rein, meine Freunde. Ciao, ciao.